Miss Fanny Home, hier habe ich noch ein Tutorial für meine Einschulungstorte. Da möchte ich einen Rechenrahmen machen, einen Abakus. Dafür brauche ich in zwei verschiedenen Farben Fondant. Und zwar werde ich als erstes mir Fondant ausrollen für die Seiten des Abakuses. Und zwar muss ich da mal gucken, wie groß das wird. Ich glaube, ich brauche ungefähr, das ist eine haselnussgroße Kugel. Die teile ich in der Mitte, damit ich zwei gleich große Teile habe. Rolle die erstmal. Mache sie danach als, rolle sie dann lang aus. Die zweite natürlich genauso, erst als Kugel. Dann ein bisschen lang. Die ist mir zu lang geworden. Also nochmal eine Kugel. Und dann wieder ein bisschen lang. Und zwar möchte ich die beiden Teile jetzt als Ränder haben. Und zwar ein ganz bisschen dreieckförmig. Ihr seht, ich mache sie an einer Seite schmaler. An der anderen Seite ein bisschen länger. Ich drücke sie immer wieder platt. Also es ist so, dass hier auf dem Boden sollen sie so stehen. Und hier sollen sie sozusagen eine Dreiecksform haben. So. Das ist jetzt zum Beispiel der eine Teil. Ich hoffe, es ist groß genug für euch. Ja, ich denke schon. Und genauso möchte ich jetzt auch den zweiten Teil. Ich lege mir also hier hin, damit ich genau sehe, dass ich den zweiten genauso hinkriege. So, beide natürlich gleich groß. Das sind also für meinen Rechenrahmen jetzt die beiden äußeren Halter. Und jetzt brauche ich mache drei Reihen, sechs Kugeln. Also brauche ich 9 Kugeln in dieser Farbe hier. Dafür mache ich wieder eine Kugel, dann wieder eine Schlange. Die möchte ich wieder gleichmäßig ausrollen, damit auch alles gleich groß wird. So, und dann brauche ich natürlich von dieser Farbe auch 9 Kugeln von meiner zweiten Farbe. Übrigens, den Fondant, den ich nicht benutze, decke ich immer einfach unter einem umgedrehten Glas ab. Dann wird er nicht so schnell trocken. Und ich brauche trotzdem nicht 3 Stunden mit Frischhaltefolie immer hantieren. Also ich versuche jetzt hier mal 9 Kugeln zu machen, wo ich denke, dass sie von der Größe her richtig sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr wisst, gerade bei dieser Deko ist es so schön, man kann es immer wieder neu formen. Das ist jetzt nicht für die Welt, wenn es nicht klappt. So, die Kugeln, viele Leute machen das so im Finger. Ihr könnt es also entweder im Finger zu einer Kugel rollen, wenn ihr Finger fertig genug seid, oder ihr könnt es auch so entweder in der ganzen Handfläche als Kugel rollen. So. Oder auch so mit dem Finger. Das wird aber nicht so schön, das habe ich oft gemerkt am Anfang, als ich es gemacht habe. Also wenn ihr es nicht in den Fingern rollen könnt, dann könnt ihr das gerne hier in der ganzen Handfläche versuchen. Guckt mal. Du brauchst ein Heftmittel und dann werden die ganz schön. Und diese vorsichtig hier die Kügelchen dort auf rein.
Und die könnt ihr dann natürlich, also zum Beispiel die erste mittig hier reinpressen, mit oder ohne Kleber, wie ihr das möchtet. So. Hopp, hopp, hopp. So. Dann wieder nehmen. Wieder drei Kugeln. Und auch diese wieder diesmal verkehrt herum anbringen. Also diesmal die hellen auf der Seite, die dunklen auf der Seite. So, nach vielen rumgewerkelt, ihr seht das. Ist mein Rechenrahmen endlich fertig. Passend zu meiner Schultasche und zu meiner Einschulungstüte nachher noch. Und der Rest wird noch kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht professionell, ihr wisst das. Es war, das ist mein Hobby, es macht mir Spaß. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr könnt es trotzdem nachmachen. Ja, und ansonsten, wenn ihr euch das gefallen hat, macht doch mal ein Like. Abonniert mich und schreibt mir, was ihr dazu meint. Tschüss, eure Miss Fanny Ho.